Ja, in der heutigen Gemeinderatssitzung haben wir eine Frage an den Stadtrat Rüsch gestellt zum Thema Elektrobusse. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass in den Zeitungen gestanden ist, dass Graz 2016 Elektrobusse bekommen soll. Und wir haben uns halt genauer darüber schlau gemacht und der Stadtrat Rüsch hat uns nachher erklärt, dass das eher mehr eine Zeitungsente ist, so wie es gestanden ist. Heißt, es wird jetzt einmal überprüft, ob diese chinesische Firma geeignet ist dafür, in Graz Elektrobusse zur Verfügung zu stellen und ob es dann wirklich eine Teststrecke gibt mit genau diesen Elektrobussen oder mit anderen, das wird sich noch zeigen. Der zweite interessante Punkt war ein dringlicher Antrag von uns zum Thema direkte Demokratie und Änderung des Volksrechtegesetzes. Da haben wir im Vorfeld mit allen Parteien gesprochen und haben festgestellt, dass wir keine Mehrheit für den Antrag, so wie wir ihn gestellt haben, bekommen werden. Die ÖVP hat einen Abänderungsantrag gestellt, der mir aber überhaupt nicht zugesagt hat. Und den haben wir halt dementsprechend noch erweitert um diverse Punkte von unserem Hauptantrag. Und der ist in Summe dann einstimmig durchgegangen. Ist zwar auf der einen Seite sozusagen nicht ideal gewesen, weil unser Antrag nicht durchgegangen ist, aber auf der anderen Seite positiv, weil der Antrag in Summe durchgegangen ist und weil das Thema jetzt einfach wirklich behandelt wird und eine Petition ins Land geschickt wird. Ein relativ heiß diskutiertes Thema war heute die Thematik der Sprachniveaus für Gemeindewohnungen. Die ÖVP hat einen Antrag gestellt, den man eher vielleicht bei der FPÖ vermuten würde. Und zwar sollen in Zukunft Deutschsprachkenntnisse als Kriterium gelten für die Vergabe von Gemeindewohnungen. Das bedeutet, umso besser man Deutsch spricht, umso eine höhere Qualifikation man hat, also A1, A2 oder eben B1, umso eher bekommt man in Zukunft eine Gemeindewohnung. Der Antrag ist in Summe von ÖVP, FPÖ und SPÖ angenommen worden. Und wir haben das in Summe sehr kritisch gesehen, weil natürlich dadurch jetzt Sprachkriterien bzw. Sprachbarrieren nicht gebrochen werden, sondern eher noch größere Barrieren unserer Meinung nach aufgetan werden.